Heute hat die DATS ein paar interessante Neuigkeiten über die Jugend und die deutsche Sprache in Kasachstan für euch parat. Deutschunterricht kann ja seit dem Frühjahr leider nicht mehr in Form von Begegnungen stattfinden, dafür aber online. Die Idee dazu kam von unseren lieben Lehrerinnen Tatjana Mazusotska aus Karaganda und Olga Bede aus Simei, die wir uns alle durch landesweite Jugendcamps kennen. In unserem heutigen Gespräch geht es darum, warum und wie man Deutsch lernen soll. Außerdem erfahrt ihr auch über die neuen Online-Deutschkurse B1 und B2 für Jugendliche. Rede und Antwort steht uns Manuel. Hallo Manuel, es ist toll, dich wieder mit unserer Jugend zu sehen. Erzähl uns bitte von dir und sag mal, welchen Bezug du zu Kasachstan hast. Hallo Christina, ich bin natürlich auch sehr froh, dich wiederzusehen. Ja. Wie gesagt, ich bin Manuel, ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin Manuel, 23 Jahre alt, lebe in Omsk in Russland und ja, wie ist mein Bezug zu Kasachstan? Hat eigentlich schon vor 2 Jahren angefangen, als ich das erste Mal nach Kasachstan zu einem Projekt kam, nach Badavol. Und da war ein Jugendsprachcamp und dieses Jugendsprachcamp, da war ich als Deutschlehrer. Und das war natürlich meine erste Erfahrung als Deutschlehrer in einem Jugendcamp. Denn zuvor war ich in Russland in vielen Kindersprachcamps, ja, habe sehr viel mit Kindern gearbeitet. Und ja, das war meine erste Erfahrung in einem anderen Land, ja, und auch mit einer anderen Zielgruppe. Ja. So, und ich muss sagen, mir hat das super, super gut gefallen. Und genau, und seitdem hat das Ganze auch seinen Lauf genommen. Da wurde ich eingeladen zu verschiedenen Projekten, ja, zu verschiedenen Seminaren, Sprachcamps und so hat sich das Ganze entwickelt. Und ich bin natürlich sehr froh, dass ich mittlerweile ein Teil dieser Gruppe sein darf und immer wieder mal eingeladen werde zu Projekten und euch natürlich auch sehen darf. Warum sollten die Jugendlichen Deutsch lernen und wie sind die Aussichten dafür? Ja, Christina, gute Frage. Ich versuche schon 2 Jahre, eine Antwort auf diese Frage zu finden und unter die Jugendlichen zu mischen, sowohl in Kasachstan als auch in Russland. Es ist immer das Gleiche. Grundsätzlich muss man sagen, welche Tendenz gibt es, welche Tendenz lässt sich beobachten unter den Jugendlichen? Es ist immer so eine Frage. Wenn ich bei Deutschkursen oder bei Projekten die Frage stelle, warum lernst du Deutsch? Wozu? Dann kommt natürlich immer die Frage, weil ich nach Deutschland möchte. Ich möchte ausreisen. Aber das ist ja eigentlich gar nicht die Frage, das ist ja gar nicht die Antwort auf die Frage. Ja? Vielmehr ist damit gemeint, wozu? Wozu brauchst du Deutsch? Worin wird es dir helfen, vielleicht in Zukunft weiterzukommen? In der Auswahl deines zukünftigen Berufs oder in einer Erlernung einer anderen Sprache. Ja, es spielt ja keine Rolle, aber es muss dir in irgendeinem Sinne helfen, etwas zu erreichen. Da ist ja eigentlich gar nicht wirklich der Umzug gemeint. Klar, viele sagen dann Ausbildung, Studium, ist ja alles schön und richtig. Später wird es dann natürlich schwieriger, aber der Grundgedanke, der hier fehlt, ist, wie kann mir die deutsche Sprache in meinem eigenen Land helfen? Ja? Und da kommt jetzt dieser Punkt. Viele Jugendliche wissen gar nicht, welche Chancen es in ihrem eigenen Land gibt mit der deutschen Sprache. Das heißt, wenn das erste Ziel eines Jugendlichen ist, auszureisen, muss man sich natürlich erstmal vorstellen, welche Chancen habe ich als Mensch, als Jugendlicher, als perspektivreicher Jugendlicher, ja, grundsätzlich aus Kasachstan oder aus Russland in Deutschland. Ja, da muss man sich ja die Frage stellen, ich werde mit einem Deutschen oder einer Deutschen auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren und da muss es eine Sache geben, die dich hervorhebt und die dich konkurrenzfähig macht. So, und konkurrenzfähig, das ist immer das Wort, das ich so liebe zu verwenden. Kann man an mir, an meinem Beispiel jetzt festhalten, ich bin wieder zurückgekehrt, weil ich hier konkurrenzfähig bin, weil ich hier das ausüben kann, was ich möchte und mit einer vergleichsweise niedrigen Konkurrenz. Ich kann, ja, es gibt wenige Menschen, die das Gleiche machen wie ich, aber es gibt auch wirklich wenige Menschen, die es auf so einem hohen Niveau machen. Und das ist die Frage.
Viele wissen gar nicht, welche Chancen sie in ihrem eigenen Land mit der deutschen Sprache haben. Deshalb, es öffnet sehr viele Türen natürlich nach Europa, nach Deutschland, in Länder, in denen Deutsch gesprochen wird, Schweiz, Österreich, ja, alles gar keine Frage. Aber es öffnet unter anderem auch Möglichkeiten in deinem eigenen Land. In Kasachstan, in deutschen Unternehmen, in Niederlassungen, in Filialen, die Fachkräfte suchen. Es gibt einen enormen Mangel an Fachkräften mit Deutschkenntnissen. Ja? Und da herrscht tatsächlich diese extreme Nachfrage nach Menschen, nach jungen Jugendlichen, nach jungen Menschen, die, die bereit sind, Brücken zu bilden. Ja? Gerade diese Menschen sollten ja als Brücke fungieren. Und hier geht es tatsächlich darum, wenn ich die deutsche Sprache auf einem sehr hohen Niveau beherrsche, dann bin ich auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig und werde als Brücke zwischen zwei Ländern, egal in welchem Bereich, sei es wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch, als Brücke fungieren zwischen zwei Ländern. Und das ist echt eine coole Sache und das sind meistens eigentlich das, was die Jugendlichen möchten, nur können es sie ja noch nicht so wirklich ausdrücken. Und wenn ich das als Beispiel heranführe, erkläre, dann sagen mir die meisten Jugendlichen, ja, das ist genau das, was ich möchte. Also verstehen Sie, da muss man sich natürlich die Frage stellen, was kann ich in meinem eigenen Land erreichen und was kann ich in einem anderen Land erreichen? Ohne Frage kann man und sollte man natürlich auch Auslandserfahrungen sammeln. Da bin ich immer dafür. Und deshalb sage ich den Jugendlichen, fahrt nach Deutschland, sammelt eure Erfahrungen, schließt womöglich eine Ausbildung ab, das ist noch besser, und kehrt zurück. Und dann habt ihr Chancen, die euch niemand mehr nehmen kann. Und zwar Chancen, die tatsächlich konkurrenzfähig sind. Und da werdet ihr... Da wird man einfach bemerken, welchen Stellenwert man am Arbeitsmarkt hat. Ein junger Mensch mit Auslandserfahrung, super Sprachkenntnissen im eigenen Land. Also da gibt es nur einen Daumen hoch. Was sind die Hauptfehler, die Menschen beim Erlernen einer Fremdsprache machen? Ja, Fehler, gute Frage. Natürlich gibt es immer sehr, sehr viele Dinge, die ich nie verstehen werde, grundsätzlich am Unterrichten. Ja? Also praktisch den Lehrern, die versuchen, anhand eines einfachen Schulbuchs, ja, den Leuten das zu vermitteln oder diese Sprache zu vermitteln, die im Land eigentlich gar nicht gesprochen wird. Ja, dieses Schulbuch Englisch, sage ich schon, dieses Schulbuch Deutsch, finde ich ziemlich schade, weil sehr viel Zeit drauf geht, die eigentlich gar nicht effektiv genutzt wird. Im Grunde genommen bin ich immer derjenige, der ein aktuelles Deutschlandbild aufführen möchte, ein aktuelles Bild der Sprache, der Entwicklung der Sprache. Ich meine, eine Sprache entwickelt sich ja stetig. Und im Deutschen ist es nun mal so, dass es mittlerweile sehr, sehr viele einen sehr, sehr großen Einfluss aus dem Englischen gibt. Ja? Und es ist nicht nur die Jugendsprache, es ist eine allgemeine Tendenz in der deutschen Sprache. Sehr viele Begriffe aus der englischen Sprache etablieren sich, verwurzeln sich sehr fest in der deutschen Sprache, die sogar mittlerweile gar keine Übersetzungen mehr gebrauchen oder die mittlerweile gar keine Übersetzungen mehr grundsätzlich haben. Ja? Also diese Begriffe werden nicht übersetzt ins Deutsche. Ja, da spricht wieder mein Übersetzer heraus. Es gibt sehr viele Übersetzer, mit denen ich zusammenarbeite oder die ich korrigiere. Und da kommt es dann hart auf hart, wenn ich sage, hey, das übersetzt man nicht, ja, weil dieser Begriff auch im Deutschen verwendet wird. Ja, also ein Anglizismus, ja, wie man das sagt, im Russischen. Ja, davon gibt es eine ganze Menge im Deutschen. Die werden aktiv gebraucht und das ist ein Teil der deutschen Sprache. So, und klar, ein Fehler ist natürlich auch, dass man sich nur mit solchen Büchern befasst. Ja, das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, sich darauf zu verlassen, dass man nach einem Kurs, der nur auf solchen Büchern aufbaut, die Sprache kann. Da kann ich euch gleich sagen, könnt ihr vergessen. Leute, eine Sprache ist wie Fahrradfahren. Wenn ihr das nicht trainiert, dann
dann verliert ihr das Gleichgewicht und müsst es von neu lernen. Ja, das geht nicht. Und da muss man immer dranbleiben. Genauso wie beim Sport. Ja? Ich meine, wenn man für 3-4 Monate jetzt in der Quarantänezeit nicht im Fitnessstudio war oder sich nicht bewegt hat, ja, dann kann man sich sicher sein, dass man nachgelassen hat. Und so wird das mit der Sprache auch sein. Aber jetzt zur Praxis. Welche Praxis braucht man denn eigentlich? Zur Praxis möchte ich sagen, Leute, 21. Jahrhundert. Das ist das Zeitalter der sozialen Netzwerke. Ihr glaubt gar nicht, welche Macht, welchen Stellenwert die sozialen Netzwerke heutzutage haben. Und wenn man sich dieses Instrument nicht zur Hilfe nimmt, ja, sei es Facebook, Twitter, YouTube, ja, Instagram, dann ist man selbst schuld. Und da rede ich tatsächlich aus eigener Erfahrung, dann ist man tatsächlich selbst schuld. Ich bin ein Mensch, ich lerne selbst sehr viel über Musik, Lieder. Ja? Die Lieder finde ich wo? Auf YouTube oder auf Instagram oder sonst wo. Ja? Aber in sozialen Netzwerken. Und wenn man diese nicht aktiv nutzt, vor allem die Jugendlichen, dann ist das eben ein Zeichen dafür, dass man ja, nicht mit der Zeit Schritt hält. Wenn man das nicht möchte, wenn man sagt, hey, soziale Netzwerke sind nichts für mich, ich möchte das nicht, dann braucht man aber dennoch jemanden, der ein Muttersprachler ist, mit dem man die Kommunikation aufrechterhalten kann, ja? Mit dem man eine Kommunikation führen kann, mit dem man, weiß ich nicht, Briefe schreiben kann, ja? Wenn es keine sozialen Netzwerke sein sollten, oder telefonieren kann oder reisen. Ja? Das ist natürlich immer die beste Variante, ist aber bei vielen immer, ja, von der finanziellen Seite betrachtet immer sehr schwierig, aber man sollte natürlich regelmäßig in dem Land sein, um zu spüren, um zu sehen, was eigentlich wirklich abgeht, welche Dinge sich in der Sprache geändert haben, ja? Welche neuen Wörter dazugekommen sind, welche neuen Ausdrücke es gibt. Ja? Und ja, das sind eigentlich die Hauptfehler, die man machen kann. Immer sich streng auf ein Buch beziehen, auf ein Lehrbuch und immer ganz streng nach der Grammatik gehen. Leute, es wird euch kein Mensch in Deutschland Grammatik abfragen. Es ist sehr schade, dass viele sich so an der Grammatik festklammern. Das Wichtigste ist, die Sprachbarriere zu bekämpfen, und da muss man ein bisschen an sich selbst arbeiten. Das hat eigentlich mit der Sprache gar nichts zu tun. Das hat mit deiner kommunikativen Fähigkeit selbst zu tun. So, und kommunikative Fähigkeit ist in erster Linie in der Muttersprache. So, und wenn du das im Kasachischen, im Russischen oder im Ukrainischen nicht drauf hast, dich mit jemandem zu unterhalten, dann wirst du es auf Deutsch auch nicht können. Ja? Das heißt, du musst erstmal lernen zu reden, dich zu unterhalten, einen gewissen Background zu bekommen, dich zu informieren, was geht eigentlich in der Welt ab, um ein Gesprächsthema aufrechtzuerhalten. Ja? Und da ist es natürlich wichtig, sich immer im Klaren zu sein, Sprache ist Kommunikation. Ist nichts für Introvertierte. Welche effektiven Methoden, um selbst Deutsch zu lernen, kannst du den Leuten empfehlen? Ja, natürlich gibt es sehr viele effektive Methoden, um Deutsch selbst zu lernen, um grundsätzlich eine Sprache selbst zu lernen. Die wichtigsten aus meiner Sicht sind aber folgende drei. Die erste ist für mich immer natürlich so viel echte und muttersprachliche Rede wie möglich. Diese Rede findet man nicht nur in Kommunikation oder in einem Gespräch mit einem Muttersprachler, weil für viele fällt es schwer, jemanden kennenzulernen, mit ihm eine Unterhaltung anzufangen und anzustreben und auch zu halten. Ja? Das gleiche gilt für Musik, Filme, Zeitschriften, Bücher. Also in dieser Hinsicht gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten, diese muttersprachliche Rede, nicht nur in mündlicher Form, auch in Schrift, erstens auditiv zu hören, ja, und natürlich auch zu lesen. Es gibt 4 verschiedene Typen. Jemand nimmt eine Sprache besser
auditiv aus, jemand visuell besser und ja, hängt natürlich vom Typ ab. Ja? Da muss der Jugendliche selbst für sich entscheiden, was ist mir lieber, gucke ich mir jetzt lieber einen Film an oder lese ich ein Buch? Ja, das ist natürlich einem selbst überlassen. Genau, dann gibt es die nächste Variante. Nächste Variante sind natürlich Reisen. Ja? Das ist für mich immer eine ganz, ganz, ganz effektive Methode und vor allem alleine. Man denkt sich jetzt, oh, alleine, wie soll ich da klarkommen? Das ist doch langweilig, das ist doch sowas von blödsinnig, die Idee. Nein, auf keinen Fall. Wenn man alleine auf Reisen geht, ist man auch auf sich gestellt und auf die Hilfe der fremder Menschen, komplett fremder Menschen. Und natürlich in einem anderen Land spricht man nicht die Sprache, die man zu Hause spricht und ist deshalb auf eine intuitive Kommunikation ausgerichtet oder halt irgendwo auch ausgesetzt, ja? Weil man gar keine andere Möglichkeit hat. Und deshalb Reisen ist natürlich immer in die Länder effektiv, deren Sprache man auch wirklich erlernt. Ja? Für Englisch gilt es natürlich Amerika, England, Großbritannien, England aber grundsätzlich ja auch. Genau, und diesbezüglich ist natürlich ganz wichtig, Reisen einfach auch nicht nur, um die Sprache selbst kennenzulernen, weil eine Sprache ist ja eigentlich das Spiegelbild der Kultur, sagt man immer. Und wenn man die Kultur verinnerlicht, also das Land einmal durchreist, anschaut, was gibt es eigentlich? Welche Unterschiede, kulturellen Unterschiede gibt es vielleicht zwischen den Regionen? Ja, man kennt es aus Deutschland. Alle Bundesländer sind so unterschiedlich, ist natürlich geschichtlich bedingt, ja, aber sind so unterschiedlich, dass man sich einfach so aus irgendwelchen Stereotypen gar kein Bild von Deutschland machen kann, ohne nicht einmal dort gewesen zu sein. Ja? Deshalb ganz wichtig, vor Ort zu sein, Leute kennenzulernen und zu reisen, zu schauen, was gibt es eigentlich, wie sieht das Land aus, welche Besonderheiten gibt es, wo sagen die Menschen, worauf sind die Menschen stolz, womöglich. Ja? Das ist auch eine Frage des kulturellen Erbes, ja, der Mentalität. Also ja, Reisen öffnet natürlich sehr, sehr viele Perspektiven, vor allem da oben. Ja? Je mehr wir reisen, desto offener werden wir in Kommunikation zu neuen Menschen und natürlich auch innerlich offener. Ja? Genau. So viel zur Methoden, das ist die zweite Methode. Die dritte Methode ist natürlich auch immer Videos. Wenn gar nichts mehr geht, dann gehen wir wohin? YouTube, schauen uns Videos an. Heutzutage ist natürlich immer sehr gefragt, Tutorials, verschiedene Lehrvideos, ja, also gar nicht mal Online-Unterricht, sondern kurze Videos, die man sich anschaut und eventuell sich etwas ausschreibt, verinnerlicht, Links bekommt, wo man vielleicht auch Übungen machen kann. Da braucht man sich nicht mal für einen Kurs anmelden, für einen Online-Kurs anmelden, ja, da reicht es auch ganz einfach auf YouTube zu gehen und sich ein paar Videos anzuschauen. So, und grundsätzlich sind das die drei Tipps, die ich immer persönlich bevorzuge. Klar, abgesehen davon, was ich in der letzten Frage schon gesagt habe, ich bin ein Mensch, der sehr viel durch Musik und Filme verinnerlicht, vor allem durch Musik. Und deshalb, ja, so bin ich momentan zum Beispiel auch am Erlernen der albanischen Sprache, der türkischen und der bulgarischen Sprache, weil ich auch musikalisch-kulturellen sehr guten Bezug dazu habe, weil ich Freunde habe, die aus diesen Ländern kommen, ich grundsätzlich sehr interessiert daran bin, weil diese Länder ja grundsätzlich nie wirklich im Vordergrund stehen, ja, und wenn man sich mit solchen Menschen anfreundet, dann ist es ja immer interessant, ey, wo kommst du eigentlich her, was gibt es da Neues, vielleicht gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten zwischen meiner Kultur und deiner Kultur, das ist immer so eine super coole Begegnung, sehr interessant, wo man sich dann auch die Gedanken macht, hey, da gibt es Menschen, die anders sind, aber auch Gemeinsamkeiten mit mir haben. Und das rauszufinden, öffnet hier sehr viele Perspektiven. Ihr wart unterwegs mit der Daz und mit Manuel. Vielen Dank für das interessante Gespräch und wir wünschen euch viel Erfolg bei den Kursen.